unser Projekt heißt Arduinode und das ist ein kleiner Bildschirm, wo man verschiedene Informationen speichern kann und der ist auf einem Pulli und das kann sehr praktisch sein und man kann es vielleicht auch als kleinen Schummelzettel verwenden öfters. Und man sieht eben den kleinen Bildschirm, aber das Besondere dann, man sieht eben nur mit einer speziellen Brille. Weiteres zum Programmieren wird jetzt der Jonathan erzählen. Ja, also ich habe das Programmieren beim Programmieren geholfen und beim Basteln halt auch. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, das Projekt. Und ja, wie das genau jetzt funktioniert, werde ich jetzt der Winnie erklären. Also wir haben ein Arduino hier eingebaut, also hier. Das haben wir mit einem Bildschirm verkabelt, mit einem Display eher. Das hat man dann mit solchen Seilen, also Schnüren, konnte man mit Elektrizität leitenden Fäden den Widerstand messen. Also wenn man jetzt da so macht, kann das aus- und wieder eingehen. Und damit das alles auch Strom hat, haben wir hier innen zum Beispiel jetzt einen Akku eingebaut, der durch den Pullover durchgeht, hier durch und dann hier hinten nochmal festgenäht wurde. Also. Also da, hier. Und das haben wir dann halt in den Pulli rein zum Arduino geleitet und somit bekommt jetzt alles Strom. Und jetzt bitte ich noch Martin auf die Bühne. So, ich kümmere mich eben um die Hardware und auch die Software und habe jetzt mit ihm zusammen diesen Prototypen hier geschaffen. Ich habe auch schon für die Zukunft eine SD-Kartenerweiterung vorbereitet, damit man auch in der Zukunft dann nicht mehr seinen Text und auch seine Informationen nicht mehr davor drauf schreiben muss, sondern kann auch währenddessen einfach mal die SD-Karte wechseln kann. Und wie Sie gesehen haben, war dieser Bildschirm sah nur weiß aus. Wenn man aber dann eben die Brille drüber hält, sieht es dann so aus. Dies erreichten wir, indem wir jetzt eben von diesem Display die eigentlich Polarisationsfilter entfernt haben und eben den durch die in der Brille ersetzt haben. Bei dem Stichwort Brille möchte ich jetzt nur einen ganz großen Applaus für den Leo bitten, weil der ist extra nochmal in die Arbeit gefahren, hat diese Brille für uns besorgt. Und ich möchte auch noch allen Mentoren hier eben danken, dass sie auch bei unserem Projekt und auch bei allen anderen Projekten unserer ganzen Veranstaltung und eben ja natürlich auch alle anderen Organisatoren eben danken dafür, dass sie das hier gemacht haben.